Im ersten Teil der Vorlesung, der Einleitung, möchte ich Ihnen zunächst ein paar Beispiele sagen, nicht viele, drei Stück, die ein bisschen illustrieren, worum es eigentlich geht. Und dann wird das Problem im Machine Learning formal spezifiziert und erfasst. Und zuletzt möchte ich Ihnen noch ein paar wesentliche Elemente des Machine Learnings vorstellen. Über die Kenntnis zu haben und gleichzeitig auch Entscheidungen zu treffen, von großer Bedeutung sind im Vergleich zu vielleicht anderen Bereichen, wo man Entscheidungen treffen muss. Wir springen direkt rein. Erstes Beispiel. Hier sehen Sie auf der linken Seite zwei Autos. Eins davon sieht etwas älter aus, eins sieht etwas jünger und moderner aus. Und dazu sehen Sie auch Bewertungen dieser Autos. Das ältere und kaputte Auto, Daumen runter, ist nicht so beliebt. Das neue und sportliche Auto, Daumen hoch. Auf der rechten Seite sehen Sie jetzt ein anderes Bild von einem Auto ohne eine Bewertung. Und die Frage, die an Sie geht, ist, würden Sie einen Daumen hoch oder einen Daumen runter nehmen? Wir machen den Test mal. Daumen hoch. Ja, das ist die absolute Mehrheit, würde ich sagen. Gut, also. Sie haben alle irgendwelche Kriterien im Kopf gehabt, um diese Entscheidung zu treffen. Wahrscheinlich heile oder so. Aber natürlich ist dieser Wagen bei weitem nicht so sportlich und spricht mehr dem Obigen. Nur weil der Obige gerade in einem extremen Zustand ist, heißt das ja nicht, dass derjenige, der diese Entscheidung zu treffen hat oder für den diese Entscheidung zu treffen ist, zu derselben Entscheidung gelangt hat. Nicht alle haben auch. Welche Kriterien führen zu einer Entscheidung? Sie haben sich in Sekundenbruchteilen entschieden, aber eine Maschine kann das nicht so ohne weiteres. Sie müssen die Kriterien, die die Menschen wahrscheinlich im Kopf haben, explizit machen und der Maschine beibringen. Und das tun Sie, indem Sie versuchen, diese Beispieldaten hier, die auf der linken Seite abzusehen sind, in irgendeiner Weise in die Maschine hinein zu kodieren. Zum Beispiel heile ja, nein. Oder sportlich ja, nein. Das sind jetzt einfach binäre Kriterien. Können auch sagen Geschwindigkeit, also Spitzengeschwindigkeit oder ähnliches. Kriterien, die für Sie von Relevanz sind. Und je nachdem, für wen jetzt ein maschinelles Lernverfahren die Entscheidung rechts treffen soll, müssen Sie natürlich die Daten und Beispiele so wählen, dass sie dafür geeignet sind, diesen Menschen auch nützlich zu sein. Zweites Beispiel. Hier Risikoanalyse bei der Kreditvergabe in einer Bank. Wir haben auch hier ein paar Beispiele gegeben, oder das könnten auch Anträge sein von verschiedenen Kundinnen, die Formulare ausfüllen müssen, um ich sag mal, die Eckdaten, von denen die Bank schon weiß, das sind schon Kriterien, von denen die Bank schon weiß, dass sie relevant sind für die Kreditvergabe, zu erfassen. Irgendjemand muss jetzt die Entscheidung treffen, ob der Kredit vergeben wird oder nicht. Wie kann das geschehen? Zum Beispiel anhand von gelernten Regeln. Hier zwei Beispiele. Wenn das Einkommen größer als 40.000 Euro ist und die Kreditperiode weniger als 2 Jahre beträgt oder der wenn die Kundin Hausbesitzerin ist, dann können wir den Kredit gewähren. Andersrum, wenn der oder die Kundin einen Schufa-Eintrag hat, ein geringes Einkommen, aber bei einer hohen Rate, dann ist der Kredit nicht zu gewähren. Was man hier erreichen möchte mit diesen Regeln ist, Kredite zu gewähren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zurückgezahlt werden, trotz aller Widrigkeiten, die natürlich auch solvente KundInnen treffen können, versus Anträge auszuschließen, die nicht zurückgezahlt werden, weil man darüber einen Verlust macht. Und nun ja, im Endeffekt, die Banken haben unzählige Daten von erfolgreichen und nicht erfolgreichen Krediten. Das ist jetzt im Prinzip hier oben, aber wir haben diese, oder ja, das ist jetzt hier oben zu sehen, aber wir haben ja hier noch keine Entscheidung. Das heißt, die Bank muss zusätzliche Daten haben, die, naja, im Endeffekt, wie auf der vorigen Folie auch, Daumen hoch oder Daumen runter heißt.
so in irgendeiner Weise eine Evidenz dafür liefert, ob der Kredit nun erfolgreich war oder nicht in der Vergangenheit. Und daraus können dann solche Regeln hier abgeleitet werden. Ein anderes Beispiel, das dritte, das letzte hier, Beispiel, die selbstfahrenden Autos, gerade auch wieder durch große Fortschritte im maschinellen Lernen, deutlich besser als früher, wohingegen die grundlegenden Technologien ziemlich alt sind. Und ich zeige jetzt hier mal ein Beispiel, wie das aussehen kann. Das ist ein System, Verzeihung. Das ist ein System, das in den USA entwickelt wurde, das im Prinzip dieselben grundlegenden Technologien verwendet, die heute Furore machen, nämlich tiefe neuronale Netze. Vielleicht waren sie zu dem Zeitpunkt noch nicht so tief, aber es sind neuronale Netze. Und im Endeffekt soll dieses System nichts anderes machen, als das, was Menschen auch tun. Es erfasst die Situation anhand eines Bildes, stellt fest, in diesem Fall, wo ist die Straße und wo ist sie nicht, und soll dann eine Entscheidung treffen, wohin das Auto fahren soll. Ganz rudimentär. Diese Entscheidung sehen wir hier rechts, ne? Zu dem Zeitpunkt sieht das neuronale Netz, in dieser Zeit sieht das neuronale Netz nur sehr wenig von der Welt, ein paar Bildpünktchen bestenfalls, die Fotorezeptoren sind noch nicht sehr gut, aber im Großen und Ganzen sehen wir dann hier rechts die konzeptuelle Ansicht, ein Eingabebild. Es gibt irgendeine Vermaschung von sogenannten Perzeptronen und wenn die das Bild abtasten und Daten auswerten, Entscheidungen treffen, diese weiterreichen, dann wird am Ende eine Entscheidung dafür getroffen werden, ob nur nach links, nach rechts oder nach geradeaus gefahren werden soll. Wir sehen hier, das Problem ist bedeutend komplexer als einfach nur auf der Straße zu bleiben. Spurhalteassistenten sind heute schon gang und gäbe und konnten auch schon früher problemlos implementiert werden oder Folgeassistenten. Heutzutage macht insbesondere Tesla, aber auch andere Unternehmen neue Fortschritte, die eine bedeutend komplexere Situation, Fahrsituation ermöglichen. Und das sieht dann so aus. Hier von einem anscheinend gehackten Tesla, der mal durch Paris selber fahren durfte. Und Sie sehen hier, es werden haufenweise Objekte in der Umgebung erkannt, Autos, Personen, Fahrräder, ähnliches. Wir können auch mal ein bisschen reinspringen hier in eine spannendere Situation. Hier wird gleich eine Kreuzung überquert. Und wir sehen, es ist eine komplizierte Gemengelage, sehr viel Verkehr, sehr viele Personen, sehr viele unterschiedliche Arten von Fahrzeugen. Personen dann noch auf Rollern nebenbei dazwischen und jetzt sehen Sie hier das Auto hier, das biegt jetzt links ab, das andere Auto muss da auswandern und da. Ja, aber ist nichts passiert anscheinend. Glück gehabt. Das war jetzt ein Positivbeispiel, aber es gibt natürlich bei den selbstfahrenden Autos auch viele Negativbeispiele. Das Problem, was Sie haben, ist, und jetzt kommen wir zurück zu den Daten, die Sie benötigen, Sie müssen Daten aufzeichnen, die es Ihnen erlauben, die reale Welt des Fahrens, wenn haufenweise andere autonome Agenten um sie herum sind, im Computer abzubilden. Und nun ja, das Modell, das jetzt hier so etwas alles leisten soll, oder die verschiedenen Modelle, die verbunden werden, sind diese neuronalen Netze hier. Es ist in dieser Stelle nahezu unmöglich, alle Kriterien selber aufzuzählen, die man heranziehen müsste. Natürlich würde man riesige Kriterienkataloge erhalten und selbst dann immer noch nicht auch nur ansatzweise die Realität vernünftig abbilden können. Das ist, was diese Technologie leistet. Aber am Ende geht es immer wieder darauf zurück, Sie müssen sich gute Daten besorgen. Wieder Vollbild. Kommen wir jetzt zur Spezifikation von Machine Learning. Was ist Machine Learning? Hier die Definition, die Mitchell gegeben hat. Ein Computerprogramm lernt aus Erfahrung, zweitens bezüglich einer bestimmten Aufgabe und bezüglich weiterhin eines Erfolgsmaßes, wenn sich der Erfolg des Computerprogramms mit zunehmender Erfahrung verbessert. Dann lernt das Programm. Das ist erstmal ein
eine schöne Definition, die es relativ klar erfasst und abgrenzt, was lernende Programme sind und was nicht. Daten, das ist die Erfahrung. Das heißt, die Autos mit Daumen hoch, Daumen runter oder die Anträge für Kredite, das sind Daten, die als Erfahrungswissen zählen. Beispiele. Möglichst viele, wenn es geht, bei modernen Verfahren. Und nun die Aufgabe ist klar definiert, Daumen hoch oder runter beim anderen Auto oder fahr geradeaus, fahr links, fahr rechts oder ähnliches. Komm nicht von der Straße ab. Das ist genau der Punkt, komm nicht von der Straße ab, das führt uns zum Erfolgsmaß. Das Erfolgsmaß für ein selbstfahrendes Auto ist, es fährt niemanden, nichts und niemanden tot. Und gleichzeitig vielleicht auch, wenn man, eigentlich soll es auch einen noch zum Ziel bringen und es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Erfolgsmaße, die man da ansetzen kann. Also im Großen und Ganzen, es muss nicht nur ein Erfolgsmaß sein, aber am Ende ist es einfach eine Kombination aller Erfolgsmaße, die man sich vorstellen kann. Für eine einfachere Aufgabe wie Bilder von Autos zu bewerten, ist das natürlich was anderes. Oft wird es halt aber auf einem Erfolgsmaß unterbrochen. Hier steht Performance übrigens, nicht Erfolg, also nicht Effektivität, müsste man eigentlich schreiben. Denn Effizienz spielt ja durchaus auch eine Rolle, aber natürlich sind wir erstmal nur daran interessiert, ein effektives Verfahren zu erhalten. Das heißt eins, das die Aufgabe sehr gut löst und dann kann man sich später immer noch darum kümmern, ob man das auch schneller machen kann. Es gibt drei grundlegende Lernparadigmen. Das ist das überwachte Lernen, das unüberwachte Lernen und das Verstärkungslernen, Reinforcement Learning. Beim überwachten Lernen haben wir genau die Situation, die ich jetzt in den Beispielen auch mehrfach exemplarisch gezeigt habe. Wir haben haufenweise Daten. Insbesondere sind zu jedem Datum Antworten gegeben bezüglich der Aufgabe, die wir lösen wollen. Und das, der Gegensatz dazu ist beim unüberwachten Lernen. Wir haben zwar Daten, aber keine Antworten. Das heißt, wir haben eigentlich nur Daten. Beim unüberwachten Lernen wollen wir etwas über die Daten lernen. Das kommt aus der explorativen Datenanalyse und hier geht es darum, Strukturen zu erkennen, die eventuell in den Daten vorhanden sind. Natürlich auch trotz allem bezüglich einer Aufgabe. Zum Beispiel könnte ich eine große Menge von Dokumenten in Kategorien einsortieren wollen, automatisch, oder überhaupt erstmal erkennen, welche thematischen Kategorien da drin sind, sondern eine Bibliothek zu überreichen oder einen neuen Ausschnitt davon. Das Verstärkungslernen befindet sich irgendwo dazwischen. Wir erhalten Daten aus der Umgebung, so wie beim selbstfahrenden Auto. Ständig erhalten wir Feedback, aber ständig können wir die Umwelt erkennen. Wir können sie nicht komplett aufzeichnen, aber man kann schon Daten sammeln aus der Umwelt, gegebenenfalls. Oder zumindest lernt man, kann man sich abspeichern, die Daten für den Zeitraum, in dem man sich schon in der Umwelt bewegt hat. Aber es gibt doch eine kleine Überwachung. Es gibt so etwas wie einen Lehrer oder irgendeine Art von Feedback, die das Lernverfahren in der Umwelt eine Idee davon gibt, wie erfolgreich es ist. Und die Aufgabe hier ist es dann, beziehungsweise die Bewegung des Lernverfahrens in der Umwelt zu optimieren anhand des Feedbacks. Also das heißt, es ist wirklich so ein Zwischending. Das ist im Prinzip beim überwachten Machine Learning machen wir alles offline, die Daten liegen vor, wir lernen eine Funktion und erst dann gehen wir damit an reale Beispiele, genauso beim unüberwachten Lernen. Wir analysieren die Strukturen, dann gucken wir uns genau an, sind nützlich oder nicht. Dann lösen wir damit das reale Problem. Beim Verstärkungslernen, wie beim selbstfahrenden Auto, wird zwar auch sehr viel vorbereitet, aber irgendwann muss man mal in die Realität. Und dort im Idealfall auch vernünftig lernen und Feedback aufnehmen. Hier am Beispiel von Fach können wir uns anschauen, welche Arten von Erfahrungen es gibt, woher wir denn Erfahrungswissen, Beispiele oder Daten erhalten können. Wir können direktes Feedback bekommen. Das bedeutet, Schach für jede Spielbrettkonfiguration ist der beste, nächste Move gegeben. Oder es könnte auch indirektes Feedback geben. Es wird viel gespielt und wenn das Spiel vorbei ist, erhält man das Feedback, ob man gewonnen hat oder nicht. Dann hat man alle selbstgemachten
Bewegungen der Spielfigur, aber im Großen und Ganzen, Spielzüge, aber im Großen und Ganzen weiß man nur das Endergebnis und muss davon dann quasi ableiten, wie gut die Strategie war, die man gewählt hat. Wenn Sie Schach lernen, dann haben Sie meistens eine Lehrerin und erhalten direktes Feedback über Ihr Spiel. Oder Sie lesen ein Buch oder haben wieder ein anderes Lernprogramm. Ein weiterer wichtiger Aspekt aus Erfahrung zu lernen ist, woraus Sie eigentlich lernen wollen. Was sind jetzt die Daten? Sie können nicht aus allen Daten lernen, sondern Sie müssen eine Auswahl treffen. Die Auswahl sollte so gewählt sein, dass sie ja, repräsentativ ist für die Probleme der realen Welt, die sie lösen wollen. Repräsentativ bedeutet im statistischen Sinne, die Verteilung der Eigenschaften der Daten, die von Interesse sind, muss denen der realen Welt, die man in der Realität vorfindet, entsprechen. Auch die Reihenfolge ist entscheidend. Hier kommt so ein Konzept, das heißt Active Learning mit dazu. Es ist schlau, sich die Daten in einer Reihenfolge zuzuführen, in der man aus jedem neuen Beispiel einen maximalen Lerneffekt erzielt, anstatt immer wieder dasselbe anzugucken. Wenn Sie immer wieder dieselben Beispiele sehen, lernen Sie auch nichts Neues, Sie brauchen irgendwann mal einen neuen Input. Zuletzt, und jetzt haben wir viel über Daten und Datensammeln geredet, wenn wir dann irgendwann die Daten haben und anfangen, das Maschinelle Lernverfahren zu bauen, dann stellt sich natürlich die Frage, können wir überhaupt das lernen, was wir lernen wollen? Also, wie weit trägt uns die aufgezeichnete Erfahrung, das aufgezeichnete Erfahrungswissen wirklich? Und gibt es vielleicht einfach Grenzen dessen, was machbar ist? Es gibt, und hier wird es jetzt langsam, aber sicher ein bisschen formaler, es gibt hier eine Zielfunktion, die nennen wir Gamma. Für das Schachproblem und die bildet zum Beispiel, können wir so, oder wir können sie wählen, diese Zielfunktion, sagen wir es so. Ne? Diese Zielfunktion können wir wählen und wir können zum Beispiel eine Abbildung postulieren, die Spielbrettkonfigurationen auf Spielzüge abbildet, auf die optimalen Spielzüge. Das ist ja eigentlich das, was wir haben wollten an Erfahrungswissen. Das direkte Feedback von vorher. Das ist nicht ganz praktikabel, weil Schach hat so viele mögliche Spielbrettkonfigurationen, dass wir sie nicht aufzählen können, ohne das ganze Universum an Atomen dafür zu verbrauchen. Und selbst dann wäre es noch nicht genug. Also das heißt, an der Stelle diese Funktion tatsächlich aufzustellen, also die Daten tatsächlich, die dieser Funktion zugrunde liegen, zu besorgen, ist schwierig. Eine alternative Funktion, die mehr auf das indirekte Feedback abzielt, wäre eine Alternative B, wir bilden die Spielbretter einfach auf irgendeinen Zahlenwert ab. Denn die aktuelle Spielbrettkonfiguration, eine Reihe davon, können wir uns anschauen von verschiedenen Spielen. Und die Zahl soll uns sagen, wie wahrscheinlich es ist, dass wir hier eine gute Spielbrettkonfiguration haben. Das ist im Prinzip auch das Vorgehen, was in der künstlichen Intelligenz gewählt wurde, um Algorithmen zu erzeugen, KI-Algorithmen, nicht ML-Algorithmen, KI-Algorithmen, die das Schachproblem lösen sollten. Es wurden solche Funktionen aufgestellt, hier eine ganz einfache Funktion und diese Funktionen sollten dann dazu herangezogen werden, eine optimale Spielstrategie zu erlernen. Das führt jetzt weg, nämlich genau in den Kurs zu Suchalgorithmen. Deshalb gehen wir da jetzt auch nicht weiter drauf ein, sondern ich will Ihnen stattdessen das zeigen, was man machen würde, wenn man das Schachproblem im Machine Learning lösen möchte. Hier haben wir weiterhin irgendeine ideale Zielfunktion, nämlich Spiele zu gewinnen zum Beispiel. Und beziehungsweise für einen Spielzug, für einen Spielbrett, um den nächsten Spielzug auszuwählen. Und hier geschieht auch eine Abbildung, genau wie vorher, auf die reellen Zahlen hier. Aber wir benötigen dafür zwei Funktionen. Das eine ist die Modellbildungsfunktion. Und dann die Modellfunktion selbst. Die Modellbildungsfunktion ist dieses Alpha hier, das irgendein Objekt der realen Welt, O, nimmt und in eine Modellwelt, in einen Feature-Raum abbildet. Und über diesen Feature-Raum, über diese Abbildung, über dieses Modell
des realen Spielbretts wird dann eine Modellfunktion ausgewertet, die uns zum Beispiel einen Zahlenwert liefert. Wir kommen im Machine Learning nicht darum herum, immer ein Modell aufzustellen, ein Modell für die reale Welt. Und das ist das, was die Modellbildungsfunktion machen soll. Wenn Sie sich beim Autobeispiel entscheiden müssen, welche Kriterien sind jetzt relevant, dann machen Sie schon einen Schritt der Modellbildung. Dasselbe bei der Kreditvergabe. Während es beim selbstfahrenden Auto das neuronale Netz für einen erlebt, sehen wir gleich, wie das zusammenhängt. Hier eine einfache Modellfunktion. Das heißt, wir haben jetzt diese Abbildung schon geschafft. Und diese Abbildung, das heißt das Alpha, das sehen wir hier. Das sind diese Features, nennen wir die, die jetzt ganz einfach sind. Für jedes Spielbrett rechnen wir einfach aus, wie viele schwarze und wie viele weiße Figuren sind auf dem Brett. Wie viele schwarze und weiße Figuren, wie viele schwarze und weiße Bauern und wie viele von den Figuren in schwarz und weiß sind gerade bedroht. Das könnten jetzt einfach Features sein, die wir ausrechnen. Für jede Spielbrettkonfiguration, das kann man leicht berechnen. Und die packen wir in diese Linearfunktion. Was wir aber zusätzlich noch brauchen, um hieraus eine funktionierende Modellfunktion zu machen für uns, ist diese Gewichte W hier. Diese Gewichte entscheiden darüber, wie gut oder was die Bewertung dieser Spielbrettkonfiguration ist. Manche Spielbrettkonfigurationen sind besser, manche sind schlechter. Und es geht am Ende darum, dass diese Gewichte optimiert werden. Das sind die Parameter der Modellfunktion. Bitte wiederholen Sie die Frage nochmal. Ist diese Bewertung immer für weiß die meisten Spieler? Oder? Das ist eine gute Frage. Das können Sie sich entscheiden. Also im Großen und Ganzen müsste man sich da hier schon für einen Spieler entscheiden. Ja, das sehe ich schon. Das sehe ich schon. Ja. Aber es geht jetzt hier weniger um das Schachproblem als darum, wie man das in die maschinelle Welt mal modellieren könnte. Das ist ein einfaches Beispiel. Also es ist jetzt nicht dafür gedacht, dass Sie es morgen implementieren. So. Okay. Es gibt andere mögliche Modellfunktionen. Hier ist eine Linearfunktion als beispielhaft gezeigt. Linearfunktionen sind auch mit die häufigsten Modellfunktionen, mit denen Sie sich im Machine Learning auseinandersetzen müssen. Aber es gibt andere Möglichkeiten, solche Modellfunktionen zu bauen. Das können Fallbasen sein. Das können Regelwerke sein, wie beim Kreditvergabebeispiel. Oder auch die schon gesehenen neuronalen Netze, wobei hier die neuronalen Netze und die Polynome höherer Ordnung im Prinzip so etwas sind wie hier diese lineare Funktion, nur halt nicht linear. Ah ja, genau, da bin ich jetzt noch nicht so drauf eingegangen. Es gibt hier solche Bemerkungsfolien, nicht so knapp. Da steht sehr viel drauf, von dem, was ich gesagt habe, teilweise noch mehr, sehr viele Details. Die Folien sind so strukturiert und so aufgebaut, dass Sie sie wie ein Buch lesen können. Also das heißt, Sie haben eben gefragt, welches Buch Sie lesen wollen. Die Folien, mit denen können Sie gut anfangen. Also es steht wirklich sehr, sehr viele Details drauf, auch tiefe Details. Nicht alles davon wird dann sozusagen auch prüfungsrelevant sein, aber im Großen und Ganzen, es geht ja darum, dass Sie diese Material nehmen, um wirklich was zu lernen. Das Prüfungsrelevante, das sehen Sie dann schon in den Übungen. So, dann wollen wir das noch ein Stück weiter formalisieren, wie wir von der realen Welt in die Modellwelt kommen. Und jetzt kommen dann ganz wesentliche Terminologie, die wir hier verwenden. In der realen Welt beschreiben wir eine Menge von Objekten. Das sind zum Beispiel E-Mails. Und wir haben eine Menge von Klassen in einem Klassifikationsproblem. Das sind zum Beispiel Spam-E-Mails oder Ham-E-Mails. Und wir haben jetzt hier unsere Zielfunktion Gamma, die Objekte auf die Klassen abbildet. Gamma ist definiert durch einen menschlichen Experten, der darüber entscheiden kann, ob eine E-Mail Spam ist oder nicht. Das heißt, wir können die Funktion jetzt nicht einfach niederschreiben, sondern wir müssen den Menschen fragen. Und die Aufgabe, die Lernaufgabe oder die Klassifikationsaufgabe, hier steht darin, ist noch nicht die Lernaufgabe kommt gleich. Die Klassifikationsaufgabe besteht darin, für ein gegebenes Objekt nun die Klasse festzustellen. Handelt es sich um Spam? Oder nicht. In der Modellwelt gibt es Äquivalente. Das zeigt man hier. Für die Menge der Objekte steht
die Menge der Feature-Vektoren. Es handelt sich um eine Multimenge. Und das könnten zum Beispiel, im Falle von E-Mails, weil es Text ist, einfach die Worthäufigkeiten als ein Vektor sein. Und die Klassen bleiben gleich. Und anstatt der Zielfunktion Gamma, die quasi die ideale Abbildung darstellt, haben wir eigentlich nur Beispiele. D, Daten. Und diese Beispiele bestehen aus einer Repräsentation des Objektes 1 und der zugehörigen Klassen aus der Menge der Klassen. Und davon diesen Beispielen haben wir n Stück. Und wir wünschen, und je mehr Beispiele wir haben, umso besser können wir wahrscheinlich, das ist zumindest gerade so die Regel, erlernen, wie gut denn Spam zu erkennen ist. Muss D endlich sein? Nochmal? Muss D endlich sein? Ja. Ja, also die erste Frage war, muss D endlich sein für alle maschinellen Lernverfahren? Ja. Und die zweite Frage war, weil hier ein C steht, heißt es hier, ist die Frage, ist das hier Supervised Learning, das heißt überwachtes Lernen? Und ja, es handelt sich um überwachtes Lernen. Wir werden uns im Rest der Folge, habe ich vergessen zu sagen auf der Vorlesung, vornehmlich auf das überwachte Lernen und ganz spezifisch auf die Klassifikation, was eine der häufigsten Aufgaben im maschinellen Lernen ist, konzentrieren. So, jetzt wollen wir halt uns diese Beispiele haben und alles, was wir tun müssen, ist, diese Beispiele zu besorgen. Wie machen wir das? Wir gehen jetzt zurück in die reale Welt zu dem menschlichen Experten oder einer Reihe von menschlichen Experten und fragen sie. Wir zeigen ihnen eine ganze Menge realer Objekte, echter E-Mails und fragen sie oder lassen sie einschätzen, was denn die Klasse dafür ist. Diese realen Objekte bilden wir dann mithilfe der Modellbildungsfunktion, die abbildet auf, hier gehe ich nochmal zurück, auf zum Beispiel Features, die jetzt der Aufgabe angemessen sind, eine endliche Menge, die abbildet auf die Features, die das Objekt abbildet auf diesen Feature-Vektor. Der stammt aus dem Feature-Raum. Und bildet dann zum Schluss die Menge des kursiven X. Das heißt, die Multimenge, in der wir alle Objekte einfach abgebildet haben. Vielleicht schon ein kleiner Hintergrund, warum eine Multimenge? Warum nicht einfach eine Menge? Hier in der realen Welt können wir sagen, es handelt sich um eine Menge, weil alle Objekte eindeutig voneinander zu unterscheiden sind. Das ist aber in der Modellwelt nicht mehr der Fall. Die Modellwelt ist abstrakter und gegebenenfalls diskret im Vergleich zur realen Welt. Und das bedeutet, es wird passieren, je mehr Objekte man sammelt, dass man sie durch die Modellbildungsfunktion auf exakt denselben Vektor abbildet im Feature-Raum. Das heißt aber nicht, dass es sich hier dabei um zwei verschiedene, um ein und dasselbe Objekt handelt. Auch im Modell muss man weiter unterscheiden. Deswegen lassen wir Doppeleinträge zu. Hier in der Modellwelt, in der Multimenge von Feature-Vektoren. Gut, und dann, wenn wir nun die Beispiele haben hier, repräsentiert in unserer Modellwelt, dann haben wir unseren Datensatz D zusammengestellt, unsere Lerndaten, und zu guter Letzt geht es nun darum, die Funktion zu erlernen. Nämlich den Classifier, hier C genannt, der eigentlich nichts anderes sein soll als die Zielfunktion. Und im Machine Learning funktioniert das nun wie folgt. Wir stellen eine Modellfunktion auf, zum Beispiel eine lineare Funktion, die in diesem Fall den Feature-Raum abbildet auf die Klassen. Und dann wenden wir irgendeine Methode, eine Lernmethode an, einen Lernalgorithmus, Statistik oder auch eine Theorie, die uns hilft, die Parameter dieser Modellfunktion zu optimieren. Hier nochmal ein bildliches Beispiel. Reale Welt, Modellwelt. Wir sind jetzt in der realen Welt, wir haben Objekte, E-Mails, wir haben Klassen, Spam oder Ham, und wir haben einen Menschen, Gamma,
der uns sagt, welches Objekt zu welcher Klasse gehört. Um das Problem im Computer zu lösen, bilden wir die Objekte zunächst in die Modellwelt ab, in den Feature-Raum, den wir uns überlegt haben, zum Beispiel Worthäufigkeiten, Vektoren von Worthäufigkeiten. Dafür dient uns die Modellbildungsfunktion, die alle einzelnen Wörter aus den E-Mails rausnimmt und zählt. Und zu guter Letzt bauen wir einen Classifier, der genau das machen soll, was der Mensch auch kann, nämlich die Objekte auf die Klassen abbilden. Und dieser Classifier soll anhand der Beispiele, die wir aus der realen Welt gezogen haben, diese tatsächlich menschliche Funktion, diese ideale Funktion nachbilden. Die Modellfunktion soll diese Funktion einfach nachbilden. Und jetzt zeige ich Ihnen schon den ersten Algorithmus, der funktioniert, den kann man implementieren. Das ist der LMS-Algorithmus. Least Mean Squares. Als Eingabe erhält er genau solche Trainingsdaten, D. Und wir sehen hier, die Trainingsdaten, nochmal zur Erinnerung, bestehen aus einer Repräsentation eines Objekts, das wir X, Fett X nennen, und dazu die Klasse, die zu diesem Objekt zugeordnet ist, zu dieser Objektrepräsentation. Und die stammt genau aus diesem Feature-Raum, wenn wir p verschiedene Features aufgestellt haben, mit denen wir die zum Beispiel jetzt die E-Mails beschreiben wollen. Also p verschiedene Wörter kennen wir. Wir haben außerdem noch eine Lernrate, Eta, aber die spielt jetzt erstmal keine große Rolle. Und als Ausgabe erhalten wir von dem Algorithmus einen Gewichtsvektor. Das heißt, ein Vektor von Gewichten, der die Parameter sind von unserer gewählten Modellfunktion. Und wir nehmen als Modellfunktion die lineare Funktion hier. Das heißt, diese Parameter hier, WA, W0 bis WP, die stehen nachher in diesem Vektor hier drin. Deswegen ist das hier im Raum R hoch P plus 1. Wir nennen das unsere Hypothese. Und der Algorithmus verfährt jetzt ganz einfach wie folgt. Wir starten mit zufälligen Gewichten. Alle Ws werden zufällig belegt. Zum Zeitpunkt 0. Und dann gehen wir einfach durch diese Schleife durch und in jedem Schleifendurchlauf wählen wir uns ein zufälliges Beispiel aus unserer Beispielmenge und rechnen damit die Modellfunktion aus. Hier ausführlich geschrieben, so wie oben auch im Schachbeispiel zu sehen mit den 6 Features. Oder wir können natürlich, weil es sich hier um Vektoren handelt, auch die Matrixmultiplikation anwenden oder das Skalarprodukt, den Gewichtsvektor transponiert mit dem Vektor der Features multiplizieren. Wir erhalten also den Wert dieser Funktion, y von x, und der soll, wenn die Modellfunktion ihren Job macht, ja der Klasse entsprechen. Die Klasse, haben wir gesagt, Spam oder Ham, wir können es auch einfach abbilden, 0 oder 1. Beziehungsweise wir suchen nach Spam, das heißt Spam wäre 1 und Ham wäre 0. Wow, das ist ein Detail. Irgendwie sind die Klassen auch als Zahl repräsentiert und alles, was wir jetzt machen, um den Fehler auszurechnen, ist, wenn die Modellfunktion irgendeine andere Zahl ausgibt, dann können wir einfach den Abstand von der gewünschten Zahl berechnen und das ist hier der Fehler Delta. So, jetzt wissen wir, unsere Modellfunktion funktioniert wahrscheinlich noch nicht so gut, insbesondere weil wir sie ja am Anfang zufällig initialisiert haben. Das wäre ja schon ein echter Zufall, in einem so großen Raum zufällig den richtigen Feature-Vektor zu wählen. Das passiert nicht. Deswegen müssen wir irgendwas tun jetzt. Und jetzt kommt der eigentliche Schritt, der zu machen ist, nämlich der Lernschritt. Wir müssen die Gewichte updaten. Und dafür verwenden wir diese Zeile hier, Zeile 7. Das ist erstmal eine ganz einfache Multiplikation. Wir nehmen die Lernrate Eta, multiplizieren sie mit dem Fehler Delta und das Ganze wird auf jede einzelne Dimension des Feature-Vektors multipliziert. Hier sehen Sie schon, da gibt es einen mathematischen Hintergrund. Ja, den gehen wir vielleicht gleich nochmal kurz ein. Aber erstmal ist das alles, was passiert. Wir nehmen unseren Fehler und multiplizieren ihn mit dem Feature-Vektor. Und dieser Fehler, beziehungsweise dieses Delta in den Gewichten, wird dann einfach addiert zum existierenden, zum vorigen Gewichtsvektor.
und dann wird die Schleife nochmal von vorne durchlaufen. Was hier tatsächlich passiert ist, konzeptuell, ist, wir sind ein kleines Stückchen näher an den hoffentlich optimalen Feature-Vektor herangelangt, der möglichst gut für die Beispiele, die wir hier haben, am Ende die Klasse vorhersagen soll. Das heißt, die richtige Zahl ausrechnen soll, damit diese beiden Zahlen gleich sind oder beziehungsweise diese Differenz hier möglichst 0 wird. Was hier passiert ist, und die Mathematiker unter Ihnen werden das schon wahrscheinlich durchdrungen haben, wir nehmen den, so heißt ja auch der Algorithmus, wir berechnen den quadratischen Fehler eigentlich und das hier, was Sie hier sehen, die eigentliche Multiplikation, das sieht man dann hier, ist die Ableitung davon. Was hier auf der konzeptuellen abstrakten Ebene passiert ist, wir machen einen Gradientenabstieg. Denn letztendlich sind lineare Modellfunktionen nichts anderes als Regressionsfunktionen. Wir machen eine Regression. Machine Learning in diesem Beispiel mit diesen Modellfunktionen ist eine Regression. Und das machen wir so lange, bis wir den Fehler so klein wie möglich bekommen haben, bis die Modellfunktion so gut ist, wie wir sie haben wollen. Vielleicht wird sie nicht perfekt werden. Irgendwo irgendein Abbruchkriterium müssen wir definieren und dann geben wir einfach die Parameter zurück. Warum nur die Parameter? Nun, die Parameter alleine genügen, um unsere Hypothese zu beschreiben. Das liegt einfach daran, weil die Features sind fix, an denen kann ich nicht drehen. Die kommen von dem realen Objekt. Und auch die Modellfunktion ist fix. Alles, was ich variieren kann, alles, was ich als Mensch oder als Lernender beeinflussen kann oder als Lernalgorithmus, sind die Parameter. Das heißt, wenn man das Ganze, das zu erlernen, reduziert auf das, was nötig ist, dann sind das die Parameter. Das ist auch immer so, bei allen Arten von Modellfunktionen geht es um ihre Parameter. Die erlernen Sie. So, und jetzt kommt hier noch ein weiteres Stück Information. Dieser Algorithmus steht exemplarisch für quasi alle anderen dort oben verlinkten Algorithmen. Zeige ich Ihnen jetzt nicht, aber Sie werden in den anderen Algorithmen, die alle leicht unterschiedlich sind und auch unterschiedlich theoretisch fundiert sind, immer wieder trotzdem diese Abfolge von Schritten erkennen. Die Modellfunktion wird evaluiert für irgendein Beispiel. Wir berechnen den Fehler. Wir berechnen den Gradienten der Fehlerfunktion. Und wir aktualisieren die Parameter des Parametervektors, um einen Gradientenabstieg zu realisieren. Mehr passiert nicht. Alles, was jetzt viel von dem, was auf Basis dieser Art des Lernens, was Sie hören werden, lässt sich darauf zurückführen.